Heute geht es um ein Thema, das ihr von mir vielleicht so nicht erwartet habt, nämlich um die Spanplatte. Sonst seid ihr von mir ja eher Massivholz gewöhnt, mal Tischlerplatten, Multiplex, jetzt neuerdings auch Furnier, steht hinter mir die furnierte Platte. Aber heute geht es mal um etwas ganz anderes, nämlich um Spanplatte. Und das ist noch nicht genug, es geht um beschichtete Spanplatte, also Plastik. Wenn man sich mit dem Thema Spanplatte auseinandersetzt, was man als Schreiner im normalen Alltag sowieso machen muss, dann wird man feststellen, dass Spanplatte besser ist als ihr Ruf. Zum einen gibt es sehr große Qualitätsunterschiede bei Spanplatten. Das hier ist ein ganz billiger Regalboden aus dem Baumarkt, da werde ich euch nachher ein paar Sachen dran zeigen. Zum anderen gibt es Riesenunterschiede bei der Beschichtung und es kommt ganz darauf an, was man macht. Und je nachdem, wie man Spanplatte einsetzt, kann die sogar eine ganz gute Ökobilanz haben. Die Ökobilanz bei diesem Material geht natürlich total vor die Hunde, wenn ihr aus diesem Material schnelle Wegwerfmöbel macht. Aber ihr könnt aus Spanplatt auch qualitativ hochwertige Möbel bauen, die lange halten. Und das werde ich zum Beispiel bei meiner Werkstatteinrichtung machen. Denn da habe ich mir überlegt, die wird aus Spanplatte, keine herkömmliche Spanplatte, das zeige ich euch noch ein anderes Mal. Aber sie wird im Prinzip aus Spanplatte weiß beschichtet. Das ist ein super Material für Werkstattmöbel. Die Oberfläche hier ist pflegeleicht, sie ist hell, sie schluckt kein Licht, aber total langweilig und die Spanplatte ist schwierig zu verarbeiten. Es sei denn, man hat den großen Maschinenpark des Schreiners da stehen, aber auch in der Hobbywerkstatt könnt ihr mit diesen Platten ansehnliche Ergebnisse erzielen. Und ein Punkt bei der Verarbeitung ist die Kantenqualität. Ich nehme mal die Kamera etwas näher ran, dann zeige ich euch hier was. Diese Spanplatten hier, wie gesagt, schlechte Qualität, vor allem was die Oberfläche angeht, habe ich mit einem Universalblatt geschnitten. Also weder ein Längsschnittblatt noch ein Querschnittblatt und schon gar kein Spezialblatt für Kunststoffbeschichtung. Und das Schnittbild hier kennt ihr sicherlich, wenn ihr jemals probiert habt, solche Platten zu schneiden. Auch mit einem guten Blatt gelingt das nicht immer. Mit einem ungeeigneten Blatt sieht dann das Ganze so aus. Eine Seite ist immer sauber. Das wäre es von der Tischkreissäge, die Oberseite. Bei der Handkreissäge wäre das unten. Da habt ihr normalerweise kein Problem bei einer Seite, aber die gegenüberliegende Seite bekommt halt Ausrisse, weil die Beschichtung abplatzt. Und wie gesagt, da gibt es unterschiedliche Beschichtungen. Es gibt Beschichtungen, die platzen weniger gerne ab. Das ist das eine Problem bei der Spanplatte. Das zweite Problem ist natürlich die Kante selbst. Die ist alles andere außer schön. Muss also beschichtet werden im Sichtbereich. Und ihr kennt sicherlich diese Bügelkanten, die ihr hier drauf zieht. Das ist mit das Schlechteste, weil sie schnell abplatzen. Das taugt nicht viel. Jetzt könnt ihr eine solche herkömmliche Spanplatte aber aufwerten, indem ihr da einen Massivholzanleimer drauf macht. Das hier ist eine 2 mm Starkfurnierkante. Und die soll jetzt hier drauf. Und jetzt seht ihr schon, wenn ihr die einfach so aufleimt, das sieht natürlich furchtbar aus, weil ja die Ausrisse immer noch sichtbar bleiben. Und jetzt werfen wir mal einen gedanklichen Blick in eine etwas größere Schreinerei und ich erzähle euch mal, wie da gearbeitet wird. Natürlich gibt es Formatkreissägen mit Vorritzer, meine Säge hat auch einen Vorritzer, aber oft werden die einfach nicht benutzt, weil es nicht notwendig ist. Vor allem, wenn ein entsprechender Kantenleimer vorhanden ist. Denn moderne Kantenleimer fräsen zunächst einmal genau das Material weg, was später als Kante wieder drauf kommt. Und das hat gleich zwei Vorteile. Zum einen muss man beim Zuschnitt die Kantenstärke nicht berücksichtigen. Man schneidet das Fertigmaß zu. Es wird weggefräst und gleich wieder aufgeleimt. Das Maß bleibt also dann. Der zweite Vorteil ist, dass beim Wegfräsen diese Fransen hier verschwinden, diese Ausbrüche. Jetzt werdet ihr zu Hause keinen solchen Kantenleimer für zigtausend Euro stehen haben, also mehrere 10.000 bis 100.000 Euro. Aber vielleicht habt ihr einen Frästisch und da könnt ihr genau das machen, was der Kantenleimer macht. Nämlich die Materialstärke wegfräsen, die ihr später mit euren Starkfurnierkanten oder euren dicken Anleimern, wenn ihr das mögt, wieder aufleimt. Und dann habt ihr genau die gleichen Vorteile,
wie sie in der großen Schreinerei sind und wie das Ganze am Frästisch funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Der Frästisch ist relativ schnell eingestellt. Montiert den größten Fräser, den ihr habt, am besten mit Wendeplatten. Denn Spanplatten haben die unangenehme Eigenschaft, Werkzeuge sehr schnell stumpf zu machen. Dann schneidet ihr euch zwei Stücke von eurem Kantenmaterial und unterfüttert damit die hintere Backe eures Fräsanschlags. Manche Anschläge lassen sich verstellen. Ich würde das trotzdem dann so machen, denn das ist zum einen viel schneller gemacht und zum anderen auch genauer, denn ihr habt jetzt den Versatz zwischen diesen beiden Backen genau entsprechend eurem Kantenmaterial, also der Stärke eurer Kanten, ohne dass ihr da irgendwas messen und kontrollieren müsst, ganz automatisch. Jetzt stellt ihr den Schneidenflugkreis eures Fräsers so ein, dass er mit der hinteren Backe übereinstimmt. Kontrolliert das mit einer Leiste, legt ihr an die hintere Backe, dreht euren Fräser. Der Fräser darf jetzt das Holz nicht berühren, aber es darf auch keinen Abstand zwischen Fräser und Holz geben. Kontrolliert das auch mit beiden Schneiden. Das muss wirklich sehr genau eingestellt werden. Jetzt schabt der Fräser gerade so an der Leiste. Das dürfte dann aber zu viel sein, also den Anschlag wieder etwas zurücksetzen oder vorsetzen. Stellt euch das vor wie eine um 90 Grad gedrehte Abrichthobelmaschine. Ihr könnt mit dieser Einstellung auch krumme Kanten begradigen. Die Fräserhöhe stellt ihr entsprechend eurer Materialstärke ein, ruhig etwas höher. Kontrolliert, dass alles fest ist und montiert natürlich eine Schutzvorrichtung. Mit dieser Einstellung fräst ihr jetzt eure Kanten einfach nach. So bekommt ihr wirklich tipptopp Kanten auf beiden Seiten eurer Platte. Ich zeige euch das hier nochmal an der Fräsung. Das hier ist die Originalkante. Hier habe ich ein Stück reingefräst. Und ihr seht, das ist wirklich genau so viel, was da weggefräst wurde, wie dieses Kantenmaterial hier dick ist. Jetzt könnt ihr eure Kante hier draufleimen. Jetzt müsst ihr aber beim Hantieren mit diesen Platten höllisch aufpassen. Denn diese Kanten sind jetzt scharf. Ihr könnt euch da richtig fies dran schneiden. Und wenn ihr irgendwo aneckt, habt ihr wieder Abplatzer an der Kante. Also schaut, dass ihr möglichst schnell jetzt die Kanten drauf bekommt. Und dafür liebe ich ja meine Korpuszwingen hier. Da gibt es diese Kunststoffteile hier. Die legt ihr drunter. Denn diese Massivholzkanten, diese Starkfurnierkanten, sind ja etwas breiter als euer Material dick ist. Stehen also über. Und diese Kunststoffteile haben genau die richtige Höhe, sodass ihr einen kleinen Überstand bekommt, wenn ihr die Kante selbst auf die Zwinge drückt und euer Werkstück auf diesen Kunststoffteilen aufliegt. Das funktioniert wirklich prima. Schaut, dass ihr dicke Zulagen habt, die den Druck auch gut verteilen. Denn ansonsten liegt eure Kante irgendwo nicht sauber an und das sieht dann sehr unschön am fertigen Werkstück aus. Dann habt ihr nämlich da eine kleine Fuge. Achtet darauf, dass eure Kante beidseitig übersteht, dass genug Material zum Wegfräsen da ist. Und dann zieht ihr eure Zwingen ordentlich an. Vor allem hier an den Ecken muss da ordentlich Pressdruck drauf sein.
setzt also wirklich zwei Zwingen jeweils an die Ecken, damit da alles schön dicht wird. Und dann lasst ihr das gut eine Viertelstunde trocknen. Das reicht in der Regel. Dann ist der Leim so trocken, dass ihr ausspannen könnt. Aber ihr solltet dann nochmals eine Viertelstunde warten, bis ihr weiterarbeitet. Und während dieser Leim trocknet, erzähle ich euch ein paar Sachen noch. Und zwar ging es hier mit dem Hobelschrank weiter. Da habe ich die Rückwand furniert. Und die ist wirklich toll geworden. Das ist Ahornfurnier. Und im Online-Kurs zeige ich euch, wie ihr auch solche relativ großen Platten ohne Spezialwerkzeug furnieren könnt. Und wie ihr seht, ist da kein Kirschner drin, da sind keine großen Fugen offen. Zwei Stellen habe ich hier, da ist das Furnier leicht eingerissen. Das wird aber später verdeckt. Das liegt aber nicht am Aufleimen. Und wie gesagt, relativ einfach zu machen ohne Spezialwerkzeug. Das war das Thema diese Woche. Nächste Woche kommen hier die Halterungen für die Hobel drauf. Dann wird das Ganze eingebaut. Und danach bekommt dieser Schrank noch ein Untergestell, auf dem er steht. Und dann wäre dieser Online-Kurs Ende November abgeschlossen. Und dann geht es nahtlos über in den nächsten Kurs. Und da habe ich ja ganz viel Feedback von euch bekommen. Ihr findet ja die Idee, einen Kurs zum Thema Werkstatteinrichtung zu machen, ganz gut. Und damit geht es dann weiter, sobald dieser Hobelschrank hier fertig ist. Und da kommen auch die kunststoffbeschichteten Platten dann zum Einsatz. Aber ich möchte das Ganze etwas auflockern. Und deswegen mache ich jetzt auch hier die Musterstücke. Ich will da ein paar Sachen ausprobieren. Eine Sache zeige ich euch nächste Woche noch. Aber ich zeige euch in diesem Video noch das Bündigfräsen und worauf ihr da achten müsst. Je nachdem, welche Maschine ihr da benutzt. Oder ihr macht das Ganze von Hand, je nachdem. Aber dazu muss der Leim erst noch trocknen. Ich habe euch ja in der Vergangenheit schon mehrere Methoden gezeigt, solche Anleimer bündig zu bekommen. Ich verwende dazu diese Fräse, die Festool MFK. Die habe ich euch auch in einem vorangegangenen Video irgendwann schon mal vorgestellt. Da müsst ihr einfach mal suchen, wenn euch das interessiert. Und damit geht das wirklich schnell. Die Maschine ist so eingestellt, dass sie noch etwa einen Zehntel Millimeter stehen lässt. Und der Clou dabei ist, dass dieser Tisch hier nicht im 90-Grad-Winkel oder parallel zum Fräser steht, sondern leicht schräg. Dadurch kommt ihr niemals an die Plattenoberfläche. Aber egal, wie ihr die Kanten bündig macht, schneidet zunächst einmal die Enden ab, lasst sie aber noch minimal überstehen. Versucht nicht, das mit der Säge genau bündig zu machen, das schafft ihr ohnehin nicht. Dann könnt ihr das bündig fräsen, hobeln oder wie auch immer ihr das machen wollt. Und den letzten Rest macht ihr mit einem wirklich breiten Stemmeisen. Ich habe hier ein 40 mm Stemmeisen. Das liegt wunderbar auf eurer Platte auf, es verkantet nicht. Und so nehmt ihr dann den letzten Zehntel noch ab. Und für die überstehenden Enden nehmt ihr auch dieses breite Stemmeisen und schneidet diese Enden ganz sauber ab. Die breite Auflagefläche, das ist hierbei das Entscheidende. Dann bekommt ihr das wirklich schön bündig, ohne dass das irgendwie abkippt, sodass, wenn ihr nochmals eine Kante hier aufleimt, dass das an den Ecken auch schön dicht wird. So sieht jetzt das Endergebnis aus und das braucht sich vor dem großen Kantenleimer in der professionellen Schreinerei nicht zu verstecken. Natürlich dauert das etwas länger als beim Schreiner, der das Brett nur noch durch die Maschine schiebt. Aber ich wollte euch ja zeigen, wie das funktioniert und dass es funktioniert. Ich werde jetzt noch die restlichen Kanten aufleimen und ich will ja hier mit den Brettern einige Versuche machen, wie man die schnöde Spanplatte weiß beschichtet etwas aufpeppen kann. Denn ich habe nicht nur die Werkstattmöbel jetzt noch zu bauen, wo mir das einfach viel zu langweilig ist,
sondern nächstes Jahr auch noch einen Abstellraum. Und auch da finde ich diese Platten wirklich praktisch, da sie pflegeleicht sind. Was haltet ihr von diesen Spanplatten generell? Seid ihr da strikt dagegen oder denkt ihr da eher wie ich, je nach Einsatzzweck ist die Spanplatte schon das richtige Material? Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Das war's von mir für diese Woche. Nächste Woche geht's weiter, wie gesagt, mit ein paar weiteren Ideen für Spanplatten. Das nächste Video kommt wie gewohnt dann wieder am Freitag, für die Frühaufsteher schon um 6 Uhr. Und ich wünsche euch wie immer ein schönes Wochenende und habt Spaß in eurer Werkstatt.